herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ich befinde mich heute in einer ungewohnten Rolle, da ich gebeten worden bin, die Veranstaltung oben zu moderieren. Und was mich an der Sache erstmal erfreut, ist, dass die Stadt Wetzlar sich jemanden holt, von dem sie weiß, was er über Straßenbeiträge denkt als Moderator. Das hat mir zunächst mal Respekt abgenötigt. Es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, jetzt einen langweiligen Vortrag zu halten. Das sollen andere machen. Das ist nicht zwangsweise meine Aufgabe. Aber ich möchte zumindest mal loswerden, was mich zu diesem Thema bewegt. Und ich bin in diese Rolle damals reingerutscht, ein bisschen Fürsprecher zu sein für viele, weil ich relativ früh dieses Frank und Frei geschrieben hatte, was sehr klar Stellung bezogen hat für einen wiederkehrenden Straßenbeitrag damals. Dadurch wurde ich so ein bisschen zum Ansprechpartner für viele und ich habe mich eigentlich fast geehrt gefühlt, dass plötzlich ich so da angesprochen wurde, obwohl es eigentlich nur eine heitere Kolumne mit, sagen wir mal, deutlichem Inhalt sein konnte. Wenn wir das Thema Straßenbeiträge nehmen, da gibt es eine juristisch-rechtliche Bewertung, die kann ich nicht vornehmen. Ich bin kein Jurist, ich bin auch kein Politiker, aber es gibt noch eine andere Bewertung und das ist meiner Meinung nach die, der sich viele entziehen. Das ist die politische Bewertung. Wir haben große Belastungen für Bürgerinnen und Bürger und ich gehöre auch dazu. Ich bin noch mit Hauseigentümer und irgendwann sind auch wir da oben dran. Und wenn man immer höhere Belastungen hat, wie zum Beispiel, das Haus wurde ja mal gekauft oder man hat investiert in ein Haus, weil man fürs Alter sich was anlegen will, weil man vernünftig wohnen will. Man ist vielleicht sogar dem Lockruf gefolgt, jung kauft alt. Das heißt, geht in die Ortskerne, sorgt dafür, dass die Ortskerne belebt werden. Und in diesem Kontext kann ich nicht verstehen, dass allgemein man sich sehr oft hinter Gesetzen verschanzt. Gesetze können geändert werden, politischer Wille kann formuliert werden. Es kann nicht sein, dass ich jeden Monat von unserem hessischen Finanzminister auf Facebook lesen muss, dass er sich mit vollen Kassen rühmt. Ich schätze ihn wirklich sehr, aber bitte, bitte, Herr Finanzminister, wenn Sie posten, dass die Kassen voll sind, geben Sie es den Kommunen, denn die Kommunen haben immer mehr Aufgaben zu bewältigen und die Kommunen sind letztendlich die, die auch in der akuten Situation im Moment alle Belastungen zu tragen haben. Also bitte, Herr Finanzminister, das kann man auch nach Berlin rufen, stattet die Kommunen gut mit Geld aus. Denn egal, was wir entscheiden, egal wie der Vortrag ausgeht, ich weiß nicht, wie er ausgeht, ich habe nicht das Ergebnis, will es auch gar nicht vorher wissen, es wird am Schluss immer darauf hinauslaufen, dass die Kommune etwas leisten muss. Und deshalb ist meine persönliche Meinung zu dem Ganzen, sorgt dafür, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben. Das ist meine erste Forderung, die ich stellen würde. Das zweite ist, dass sich die Kommunen nicht hinter Gesetzen verschanzen, sondern offen auf die Bürger zugehen und dafür sorgen, dass man, wenn es eine Möglichkeit gibt, Straßenbeiträge abzuschaffen oder sie umzuwandeln in wiederkehrende, dass es ernsthaft geprüft wird und auch anschließend man dafür sorgt, dass das irgendwie umgesetzt wird. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Die Kritik habe ich auch persönlich geübt an denen, die mich heute beauftragt haben. Es hat mir nicht gefallen und es wäre stellenweise auch nicht nötig gewesen. Ich kann nur hoffen, dass wir heute eine schöne im Sinne von eine angenehme Veranstaltung erleben. Man merkt, ich bin noch im Unterhaltungsmodus. Ich sage immer, ich wünsche Ihnen eine schöne Veranstaltung. Heute geht es ja um was Richtiges und nicht um Tanzmusik. Deswegen sorgen wir dafür, dass die Veranstaltung gut durchgeführt werden kann. Und ich finde es gut, dass Sie da sind. Und ich möchte eine Bemerkung am Schluss machen, die mich ein bisschen bewegt hat in den letzten Wochen. Es wurde viel von Seiten der Bürgerinitiative, wenn ich mal so die Webseiten verfolgt habe, eine grundsätzliche Systemkritik geübt. Da bin ich nicht mehr mitgegangen. Denn die Tatsache, dass wir hier stehen können, dass ich hier stehen kann und kann sagen, das, was der Semmler redet, gefällt mir nicht oder ich finde den und den doof, zeigt, dass unser System funktioniert. Ich bin nicht bereit, mich in den Schatten von extremistischen Parteien zu stellen, die auf ihr Thema draufspringen. Da bin ich keine Litfaßsäule, an die man das dranheften kann. Sondern wir können das Problem innerhalb des Systems lösen. Und ab und zu müssen wir Bürgerinnen und Bürger unsere Politik durch Demonstrationen, durch Petitionen, durch Eingaben und durch das Nerven unserer Abgeordneten ein bisschen vorantreiben. Und es gibt Abgeordnete, das wissen wir, die sind für solche Sachen offen. Es gibt solche, die sind weniger offen. Also, machen wir das Ganze innerhalb des Systems und ich glaube, dass das System funktioniert. Und wir sehen es ja bundesweit, was die Bürgerinitiative erreicht hat. Denn die Bürgerinitiativen haben erreicht, dass die Politik in einigen Gegenden schon handelt. Warum soll es nicht auch in Wetzlar möglich sein? Vielen Dank. Thank you.